Du, das ist dann sogar die Frage gewesen mit diesem Vernehmer, wobei ich mich heute frage, ob das wirklich so echt war. Man baut zu so einem Menschen, der einen da immer wieder aus der Zelle rausholt, ein Verhältnis auf, das dann sehr persönlich wird. Das ist, finde ich, furchtbar, aber das ist so. Da kommt der Schließer und sagt, so, komm so nach oben, da steht dann eine Tasse Kaffee und dann kriegst du deine Zigaretten und kannst mal reden und kannst aus dem Fenster rausgucken, denn hinter ihm ist das Fenster nicht mit Glasbausteinen zu, du siehst den Himmel. So, der Mann hat also einen solchen Vorteil. Du bist dankbar, dass er dich geholt hat und dann redest du mit ihm auch persönliche Dinge. So ist es mir ergangen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, was passiert eigentlich, wenn sich herausstellt, dass das, was Sie hier machen, falsch war? Was geht dann in Ihnen vor, wenn Sie merken, dass Sie hier jetzt mich in meiner Person oder die anderen, die Sie verhören, dass das unschuldige Menschen sind, die im Grunde nichts anderes wollten, als den Sozialismus aufbauen? Dann dachte er dann da eine Weile drüber nach und sagte, ich hoffe, ich habe die Kraft, dann meinen Irrtum einzugestehen. Und da war ich geplättet, dass so ein Mensch sowas sagte. Und konnte mir aber gar nicht vorstellen, dass er das ja nur sagte, um zu mir dieses Vertrauensverhältnis noch weiter auszubauen. Dass es also Masche und Methode war. Also ich habe mit dem schon darüber verhandelt und habe gesagt, warum machen Sie das? Warum schmeißen Sie so jemanden wie den Biermann raus? Warum können Sie das nicht ertragen? Warum wollen Sie keine Opposition? Das lebt doch, das ist doch in Ordnung. Finden Sie meine Texte wirklich falsch? Ah, es ist Blödsinn, sagte er dann. Und das müssen Sie ja nicht so sagen. Und man kann doch nicht, so kann man doch nicht vorgehen. Damit verändert man doch auch nichts. Also der hat auch inhaltlich mit mir da diskutiert und geredet. Der war freundlich, der war sachlich. Der hat seine Einschätzung über die Personen, die dann aus unserem Freundeskreis, hat er mir mitgeteilt und mir natürlich damit auch immer eine Brücke gebaut, die ich begehen sollte. Und manchmal bin ich ihm auch auf den Leim gegangen, das ist ganz klar, sehe ich heute auch in aller Deutlichkeit. Ich war damals etwas über 20 Jahre alt, da machte man das und dann dachte man, man kann doch vielleicht noch irgendwas bewirken. Also ich weiß nur, dass alle Menschen, die ich decken wollte, konnte ich gar nicht decken. Also die, über die ich am wenigsten redete, die hat er sich natürlich besonders angeguckt. Und wenn man über 10 Monate verhört wird, die haben uns 10 Monate da in der Untersuchungshaft verhört, das muss man sich mal vorstellen. Und wenn sie mir nach 5 Monaten die Frage vom Anfang gestellt haben, dann habe ich sie anders beantwortet. Und auf diese Weise konnten die im Grunde alles rauskriegen. In dieses Gefängnis mit seinen zugemauerten Fenstern, mit den Erschütterungen, die man erleben musste, im Blick auf andere, da ist mir dann auch nochmal doch wirklich sehr deutlich geworden, dass es viel schlimmer ist, als ich es mir vorgestellt habe.